Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute kümmere ich mich um das vierte Szenario auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, die da heißt S1 Express. Bedienen Sie eine schnelle S1-Strecke Richtung Osten von Duisburg Hauptbahnhof. Beteiligte Züge, die BR425. Wir starten in Duisburg. Nee. Ja, doch, wir starten an Duisburg Hauptbahnhof, obviously, fahren komplett durch, beschreiben szenariomäßig das Datum 4.6.2020 um 19 Uhr. 25 Minuten soll das Ganze dauern und 6.200 Punkte benötigen wir für die Goldmedaille. Willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Dies ist ein Expresszug auf der S-Bahn-Strecke nach Osten. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Klingt auch schon mal gut. Wir lassen die Passagiere einsteigen und fahren danach dann gleich los. Ich mache noch mal die alten Sicherheitssysteme an, sofern sie funktionieren wollen. PZB scheint zu funktionieren zu wollen und SIFA wieder mal nicht. Dann fahren wir halt wieder nur mit PZB und ohne SIFA. So, dann können wir die Türen wieder schließen. Dann können wir langsam losfahren. Nächster Halt ist Mülheim an der Ruhr. So. Wir werden mal schnell wieder in die Vollüberwachung reingeworfen. Genau, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf aufpassen. Nicht, dass ich dann so wieder so das schön versemmel wie bei den letzten Malen. Dass ich jetzt nicht wieder aus der Vollüberwachung rausbretter. Oder zu spät runtergehe. Also zu spät die Geschwindigkeit wieder rausnehme. Denn das war ja schon doch etwas ja, peinlich bei den letzten beiden Fahrten. Ich glaube, ich bin bestimmt auch schon mittlerweile drauf. Ja, wobei wir freien machen wir lieber jetzt. Könnten wir erst jetzt machen, weil wir es hier. An dem grünen Signal vorbei sind. Machen wir das mal und beschleunigen zumindest auf 80 km pro Stunde. Denn das ist ja aktuell die Höchstgeschwindigkeit, die zugelassene. Hoppla. So, 7,4 km haben wir noch. Schauen wir uns nochmal das Ganze ein bisschen von außen an. Und beschleunigen wir jetzt, sie dürfen sogar 150 fahren. Dann beschleunigen wir mal erst recht, damit wir auch nicht zu spät ankommen. Wir sollen dort sein um in 3 Minuten, nur in 3,5 Minuten. Beschleunigen mal durch, bis wir dann auf 150 km pro Stunde sind. Rechtzeitig die Geschwindigkeit rausnehmen, bevor ich jetzt wieder den Zeitpunkt verpasse und doch wieder ein bisschen Zeit liegen lasse, ein bisschen Punkte liegen lasse. Ich weiß mittlerweile schon eigentlich, wie viele Punkte das waren. Die irgendwas mit 6000, ich glaube 6250 oder so. Ich peile die jetzt einfach mal zumindest an, da ich selber nicht mehr ganz genau weiß. Habe ich dann auf die Stelle doch wieder vergessen. Hä? Man kennt es ja nicht anders. Ah, schon schöner. Man merkt, die Sonne geht langsam unter. Hinter uns. Während wir hier schön durch die Landschaft heizen. Stops haben wir eigentlich, können wir es ungefähr erkennen, aber erahnen, mindestens zwei, ist schon mal gut zu wissen. 4 Kilometer noch bis Mülheim. Wir haben nur noch 2 Minuten.
Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ob wir das zeitlich hinbekommen. Weil ich denke, ist ja gerade ganz gut die 145 Kilometer pro Stunde. So, kurz vor Mülheim geht es dann auch wieder runter. Wobei, da geht es auch wieder runter auf 110 Kilometer pro Stunde. Hier haben wir sich jetzt aber nochmal gehupt. Dann nehmen wir einfach schon mal die Geschwindigkeit raus. Dass die Schwerkraft uns zumindest schon mal ein bisschen abbremst. Ich glaube, das war da gerade die 120 für uns. Ich glaube schon, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Wir gehen einfach mal runter auf 120. Das war zumindest auch relativ zügig dann bei den 110. Mensch, ist hier viel los. Haben wir ja 410 Kilometer pro Stunde schon. Wir fahren auch garantiert nicht zu schnell. Pünktlich sollten wir auch noch sein. Also wir sollten relativ zeitnah, genau, wow. Die Wortfindung ist heute mal wieder richtig on point. Wir sollten rechtzeitig da sein, das wollte ich eigentlich ausdrücken. Mit dem gestammelten Satz. Bremsen schon mal leicht rein. Ab hier gilt die 110. Boah, zeitlich gut dabei. Ich hab's mal ein bisschen mehr rein. Ich muss ja noch mehr reinbremsen. Nicht ganz so perfekten Haltepunkt getroffen, aber was ist schon perfekt? Ja, 6 Punkte daneben. Lass uns mal die Fahrgäste einsteigen und fahren dann gleich weiter. Und weiter geht's. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verpasst, den Zeitpunkt dafür. Aber gut, die Zeit holen wir. Wenn wirklich Zeit liegen gelassen wurde gerade von mir, dann holen wir es ja bestimmt auch wieder rein. So, Besteigung auf 110. Weil wir dürfen jetzt ja gleich wieder 130. Und dann später sogar 160, 9 Kilometer haben wir, bis wir in Essen Hauptbahnhof halten sollen. Und wir sollen in ganzen 4 Minuten dort sein. Eieiei, das wird eine enge Kiste. Glaube ich sogar. Ah, ich kann es schwer einschätzen. Wenn ich ehrlich bin gerade. Das heißt ja mittlerweile, glaube ich, auch wieder. Ich weiß gar nicht. Doch, mittlerweile sind es auch wieder 2 Wochen her, wo ich auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs gewesen bin. So, nochmal wieder ein bisschen gegenbeschleunigen. Wäre schon sinnvoll. Wenn wir hier denn wirklich ankommen wollen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja rechtzeitig da sein und so weiter und so fort. Dann geht es aber gleich weiter mit 160. Und beschleunigen. Dann wir jetzt mal auf 160. Ja, ist schon schön. Warum auch immer die Maus immer wieder genau dahin geht, wo man. Das ist ein. Naja, egal. Ich bevorzuge ja die starre Perspektive und nicht, wo man immer wieder den Punkt sieht. Das stört mich irgendwie ein bisschen. Wenn ich nur wieder einen Punkt sehe, der komplett irrelevant ist. Während wir quasi die Fahrt hier haben. Da man sich umschauen möchte. Schon interessant, schön, dass die Mauszeiger jetzt hier gerade hier wieder nachlädt, dank Windows. 5 Kilometer nur noch. Wir haben 2 Minuten, wir haben 2, ja,
Ja, sind das 2 Minuten? Ich glaube, 2 Minuten haben wir gewöhnlich für 4 Kilometer. Ich bezweifle, dass wir es schaffen rechtzeitig. Aber wir werden sehen. So, in 3 Kilometern geht es auch wieder runter auf 130, denn wir fahren ja in Essen Hauptbahnhof rein. War hier bei Essen Hauptbahnhof relativ wild oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ah, ich merke schon, ich bekomme noch richtigen Muskelkater hier vom Schneeschippen. Beziehungsweise vom plattgefahrenen Schnee freikratzen. Mit dem Schneeschieber. Wobei das eigentlich jetzt gerade eher in den Beinen gerade spürbar ist, obwohl das liegt dann wahrscheinlich eher, weil die Beine in Benutzung waren mal wieder. Und ansonsten gerade nicht geschultert. Ich habe hat an 2 Tagen oder ja, in einem Tag vielleicht geschneit. Ist auch gut liegen geblieben. Und ein bisschen liegen geblieben, hat auch wieder relativ schnell vereist das Ganze. Das ist halt eher war halt eher überraschend, weil normalerweise der letzte wirkleche. Oh Gott, die Lecks wieder. Ja, der letzte wirkliche Winter war der wirklich knallharte Winter, mit dem man wirklich Winter nennen kann. Oder den ich wirklich Winter nennen würde. War 2009 und danach war es halt eher so ein. Schneefall, der dann halt in maximal 24 Stunden wieder weggeschmolzen oder weggematscht war. Deswegen doppel ich jetzt halt einfach auch aus von Ausgang, obwohl ich wusste, okay, in ein paar Tagen wird es richtig bitterkalt werden, aber ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so krassen Autoverkehr bei uns haben. Obwohl das Auto von den Nachbarn nicht bewegt wurde, seitdem der Schnee liegt. Das ist halt auch das Lustige dran. Aber dennoch war einiges platt gefahren. Hab dann 45 Minuten Schnee geschoben und plattgefahrenen Schnee weggeschoben, kratzt. Wenn man das mal verifiziert. Aber dafür sieht es jetzt picobello aus. Besser als bei allen anderen Nachbarn. Punkte haben wir gerade eben bekommen fürs Halten. Nicht schlecht. Wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt rechtzeitig da waren oder nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. 38 Sekunden zu spät waren wir. Haben dafür auch nur 491 Punkte bekommen. Nächster Halt wäre dann Essen-Krei Süd. In 3 Minuten sollen wir dort sein. Wir haben 4 Kilometer noch zurückzulegen. Bin mal gespannt, ob wir das rechtzeitig schaffen. 38 Sekunden müssen wir gerade mehr oder weniger aufholen oder wieder einholen. Wieder einfahren. Kriegen wir aber, glaube ich, auch eventuell sogar hin. Ups, ist ja noch 110. Hoppla, da war ja was. Und Abfahrt auf 130, hoppla, Kilometer pro Stunde. Die dürfen wir auch nur für eine lange Zeit maximal fahren. Aber schade, bei 130 und versuchen wir dann ungefähr das so zu halten, das Tempo. Und ja, nachdem wir in Essen-Krei Süd gehalten haben, geht es dann für uns auch etwas flotter wieder voran. Dann dürfen wir auch wieder 150 Kilometer pro Stunde fahren. Wir beschleunigen wieder zu sehr. Das war jetzt sogar wirklich hoch auf 150, aber die fahren wir einfach nicht aus, weil wozu? Wir müssen da eigentlich wieder bremsen. Wozu dann überhaupt dran denken, dass man ein bisschen beschleunigt? Das lohnt sich einfach nicht.
Wir sind ja schließlich gleich da und sogar ziemlich pünktlich. Wenn wir das Ganze hier weiterhin so beibehalten, sind wir sogar pünktlich da. Wunderbar, so soll es sein. Und da war halt auch eine Express-S-Bahn, sind halt mir auch nicht an jedem Bahnsteig. Dadurch können wir natürlich auch wieder mehr Zeit machen und da wir nicht so viele Stops haben. Und da können wir sogar noch ein Plakat hinhängen. Ich glaube, das waren hier Plakate. Ah, schön, dieser abgeschrägte Bahnsteig. Ah, da bekommt man auch wieder. Ich muss echt. Oh, 479, 97 Punkte nur fürs Halten. Ich muss mal echt hier wieder. Ich muss mal weitermachen mit. Mit Transportfieber 2. Beziehungsweise ich muss weitermachen mit Transportfieber, um das komplett zu beenden, das Game. Damit ich dann eventuell auch eine in Kürze oder in naher Zukunft dann auch eine gemoddete Staffel beginnen kann in Transportfieber 2. Da hätte ich auch schon Bock drauf. Dann halt aber auch eher so, ja, was ist Nachbauten. Dann halt schon, aber auch eher so im Stil von wegen, dass die Mod-Staffel dann auch so ist. Ich nehme mir eine bestimmte Region vor. Oder ihr könnt es auswählen, welche Region wir nehmen oder so. Und dann, ja, nennen wir es mal Schönbauleit, ne? Also, dass wir quasi so die. Grobsten, also dass wir halt das Schreckennetz halt so machen, wie es halt in Realität ist, dass wir auch da realistische Züge langfahren lassen und ja, dass wir von den Städten, Dörfern und von den Straßen halt von den Städten, dass wir halt so grob andeuten, das grobe Netz, sag ich jetzt mal, und dann eventuell die Stadt sich selbst ausbauen lassen. Aber schauen wir mal. Erstmal muss Transportfieber beendet werden und da ist wieder so massive Arbeit vor mir, dass ich da schon wieder keine Lust mehr drauf habe. Boah, weniger Lust drauf, oder mich davor drücke. Genauso wie ich mich vor Transportfieber 2 Speed Asia drücke, weil ich da im Grunde genommen für die Besonderheit des Projektes halt erstmal das Grund. Skript brauche, wo ich schreiben muss und da, ja, drücke ich mich mittlerweile seit mindestens 3 Monaten vor. So. Nächster Halt ist dann Wattenscheid, da sollen wir in 2 Minuten dort sein. Wir haben noch 3 Kilometer vor uns. Danach dürfen wir auch nur noch 140 Kilometer pro Stunde fahren. Krass, es geht bergab, wir fahren mit voller Leistung und wir kommen nicht über 157 Kilometer pro Stunde. Das ist ja sehr überraschend, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt mehr damit gerechnet, dass ich nochmal in die Eisen gehen muss, aber scheinbar nicht. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Oder, nee, ich glaube, oder ist das noch vor Wattenscheid? Oder direkt bei Wattenscheid? Who knows? Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir näher dran sind. War das zu spät oder reicht das noch? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ich habe das Gefühl, es war etwas zu spät. Oder sogar perfekt, who knows. Wir werden es gleich sehen. Wenn man nachbremsen muss, oder ob es reicht. Ich
bremst noch mal ein bisschen nach, aber das hätte sogar, glaube ich, gereicht. Krass. Fünfhundert Punkte, perfekt. Dann geht sie weiter die wilde Fahrt. Und nach meinen Berechnungen zufolge sollten wir, und nach meinem, nach meiner Vermutung, dass es 6250 Punkte waren für die Goldmedaille, sollten wir jetzt die Goldmedaille haben mit unseren 6549 Punkten. Nächster Halt ist der Endhaltepunkt Bochum Hauptbahnhof. Wir sollen dort sein um 19.27 Uhr haben. Noch 5,6 Kilometer zurückzulegen. Dürfen wir auch gleich wieder mehr als 140 Kilometer pro Stunde fahren. Schaffen wir es, dass wir ohne. Ich gehe noch mal ein bisschen Leistung raus, sicherheitshalber, dass wir dann wirklich weiter nochmal gleich durchbeschleunigen können. Ja. Sehr schön. Mal schauen, ob wir jetzt. Ja, wahrscheinlich werden wir auch jetzt nicht über die 107. Na, mal gucken, ob wir über 157 Kilometer pro Stunde kommen. Kurz vor Bochum geht es runter auf 120, aber wirklich ganz kurz davor, 500 Meter kurz vor Bochum. Hauptbahnhof, schauen wir mal. Da werde ich wahrscheinlich deutlich früher schon reinbremsen. Das, ist ja komplett sinnvoll, schon vorher reinzubremsen. Schließlich wollen wir dort halten und nicht durchfahren. Wir sind ja kein Güterzug. Da wollte ich rein, dann nehme ich jetzt schon mal Leistung raus, damit wir schon mal runterbremsen können. Was? Runter auf 60? Das ging ja fix. Dann konnten wir mal den letzten Kilometer. Mit 60 gen Bochum. Ben, dann gleich hier die Fahrt. Leistung können wir noch mitnehmen. Jetzt haben wir hier die 160. Die 60 Kilometer pro Stunde. Geht leicht bergauf, man merkt es kaum. Boah, geht ordentlich mal ein bisschen mehr bergauf. Wir haben gleich hier ein rotes Signal. Lass uns mal weiter ausbremsen. Dabei ist nochmal das Gleis wechseln, bremst sich nochmal runter auf 25 Kilometer pro Stunde. Damit wir jetzt bei dem 500 Hertz Magneten jetzt nicht nochmal einen ordentlichen reingedrückt bekommen. Bei dabei auf der rechten Seite. If I remember correctly. Oder haben wir keinen 500 Hertz Magneten? Scheint mir nicht so. Doch, ganz am Ende. Kurz am Haltepunkt, aber wir haben ja schon die. Wir müssen schon wieder ein bisschen nachbesteuern, damit wir. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, trotzdem noch, aber. Lieber zu viel als zu wenig bestätigen. Manchmal erkennt es das Spiel ja nicht direkt. So, wunderbar, 496 Punkte. Dann öffnen wir mal die Türen.
Wunderbar. Das war der S1 Express. Ich steig nochmal auf Level 41, Level 7 auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Level 8 in der BA425. Ich habe dafür jetzt benötigt 28 Minuten. Knapp 35 Kilometer in zurückgelegte Entfernung. Haltegenauigkeit war das beste 0,939 Meter in Wattenscheid auf Bahnsteig 2 und 7988. 89 Punkte und eine Goldmedaille. Dann schauen wir noch mal kurz fix nach, welches Szenario uns beim nächsten Mal hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr erwartet. Und das nächste Szenario lautet: Nebel auf dem Rhein. Bringen Sie einen Zug in den Verkehr und beginnen Sie eine Fahrt Richtung Osten von Duisburg Hauptbahnhof. Das Ganze mit der BR422 startend im Betriebswerk von Duisburg. Das Szenario spielt am 5.06.2020 um 5:45 Uhr. 6.600 Punkte für die Goldmedaille. 20 Minuten soll das Ganze dauern. Und darum kümmern wir uns dann im nächsten Trains in World 2 Video hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder.